Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Train Viewer. Ich sehe gerade ganz erschreckend, dass wir nur 22 Millionen haben. Ich habe es lange nicht gespielt, weil ja jetzt ein paar Tage ja was anderes kam. Mir wurde aber erstmal gesagt, ich sollte bei die obere S-Bahn-Haltestelle aus dem Fahrplan nehmen. Die obere S-Bahn-Haltestelle ist ja, wenn man es so sieht, ja die dort. Die. Aber ich habe ja jetzt mein Liniennetz von den Bussen her so gemacht. Da wäre es vielleicht schlauer, die hier erstmal nochmal rauszunehmen. Ich werde jetzt mal nur die sichtbaren anzeigen lassen, weil der wird ja ein absolutes Minus fahren hier, die Strecke. Deswegen würde ich sagen, die zwei Busse von Bus Frankfurt-Berg weisen wir jetzt auf die zwei hier erstmal zu. Details in die Linie. Einmal auf Bus Frankfurt Anbau gegen Uhrzeigersinn und auf Bus Frankfurt Anbau Uhrzeigersinn. So. Die Linie löschen wir natürlich nicht. Was wir hier aber machen werden, ist die 6 entfernen. Zack. Und hier die 2. Zack. Damit fährt er jetzt erstmal da durch. Denn hier wird wahrscheinlich keiner in nächster Zeit mitfahren. Dann soll ich in Guben mehr Leute ins Wohngebiet holen. Guben war ja hier. Also hier am besten mal mit dem Bus irgendwie durchfahren. Wir Guben mehr Verkehr im Wohngebiet. Landnutzung. Ja, also hier. Am besten wir lassen da nochmal einen querverbindenden Bus fahren oder so. Dann nochmal von hier irgendwie so sich unten durchschlängelt. Oder immer so im Kreis fährt. Warum machen wir es gleich mal? Da haben wir das erledigt. Also wir fahren hier oben los. Ja, das Ding kann eigentlich weg. Da können sich neue Sachen entwickeln. Dann halten wir von hier oben los, halten wir hier an. Geht's hier runter, halten wir hier an. Und dann werden wir im Kreis fahren, immer hier anhalten, genau. Hier einmal. Dann halten wir vorne nochmal. Hier nochmal. Da nochmal. Um dann wieder hier so zurückzufahren. So und so. Also das kommt erstmal weg. Und hier die zweite Haltestelle kommt weg. Dann wollen wir eine neue Linie erstellen. Die geht von hier. Einmal so quer jetzt komplett durch. Hier machen wir einen Umstiegepunkt. So, die heißt Bus Guben Quer. Und da setzen wir noch ein paar Fahrzeuge drauf. Wo haben wir denn unser Fahrzeugdepot für die Busse? Ach, der hat ja gar nichts gehabt, ne? Scheiße. Muss man erstmal noch eins bauen. Das kommt hier oben mit dazu. Da würden aber die normalen, denke ich mal, reichen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich fahre immer mit 5 Bussen. Auf Bus, Guben, quer. 23 Sekunden. Ja, das soll erstmal fahren. Das läuft schon, denke ich. Gut, dann wollen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wo ist es denn da? Freiberg. Hier waren wir ja am Umbauen. Ich muss erstmal gucken, wie weit wir überhaupt waren. Genau, wir hatten hier die Strecke neu gemacht mit dem kreisverkehrenden Straßenbahn. Und dann muss man hier von diesem S-Bahn-Punkt jetzt noch aus weiterbauen. Und von hier aus. Von mir aus oder von dir aus?
Von mir aus scheißegal. Gut, ihr geht mal komplett heim. Die Linie wird auch aufgelöst. Damit wir jetzt ein bisschen mehr Freiheit haben, um uns mal anzugucken, wo wir was lang bauen wollen. Also auf jeden Fall muss irgendwas hier rüberfahren. Würde erreichen, wenn irgendwas zufährt. So. Hier haben wir so eine Haltestelle. Wie gesagt, wenn man da immer so quer im Kreis fahren jetzt irgendwie. Sollte das ja theoretisch reichen. Setzen wir hier noch eine. Genau, stellen wir mal die Linie. Warum habe ich denn heute eigentlich so scheiß Frames? Ich habe zwar immer mal, Trainfield macht für immer ein paar bisschen Probleme mit den Frames, aber so schlimm wie heute hat es lange nicht gehabt. So, das ist jetzt Bus Freiberg drüben. Wie nenne ich denn das? Hinten. Nee. Eins. Wir machen es uns wieder ganz einfach. Okay. Dann müssen wir irgendwie von dem Punkt hier was anschließen. Kollision. Jetzt geht's. Okay, machen wir jetzt hier die Haltestelle hin. Das gruppieren mit dem. Dann könnten wir hier rausbauen. Könnten wir hier einmal halten. Hier nochmal halten. Halten wir hier nochmal. Dann halten wir dort. Hier. Das kann weg. Hier können wir nicht halten, das ist schade. Aber hier können wir halten. Und hier können wir nochmal halten. Und dann hier. Dann fahren wir immer so im Kreis, oder? Das bietet sich bestimmt an. Die Güter müssten nur alle hier rüber eigentlich, ne? Endet eigentlich an der komplett falschen Seite. Ist Freiberg eigentlich komplett von Gütern versorgt? Nee. Weil da mit den Gütern komplett scheiße endet, muss man jetzt wirklich dazu sagen. Ich ende hier. Oder Großteil ist hier. Aber ich kann ja schlecht die Seite wechseln. Da müssen wir uns nochmal Gedanken drüber machen. Erstmal müssen wir zwei neue Linien aufstellen. Die eine geht so rum. So. Und die andere geht andersrum. Dann müssen wir die mal anders einfärben, und zwar in blau.
Und ein helleres Blau. Und dann müssen wir daraus noch etwas mit hier Dings. Wie heißt es denn? Da ist nicht genügend Platz. Oh, so eine Frechheit. Das macht Geräusche in meinem Computer, wenn ich das mache. Ist das eine Einbildung von mir? Nee, bestimmt nicht. So, hier geht das nicht, da müssen wir sowas bauen. So, wollen wir mal gucken, habe ich jetzt alles? Nee. Hier habe ich alles, hier ist alles da. Hier fehlt noch ein Stück. Jetzt passt's. Jetzt sollte es passen. Und jetzt müssen wir nur noch den Bereich anschließen. Da fahren wir hier raus, ja. Dann fahren wir hier durch die kleine Gasse durch. Durchs kleine Gässle. Halten, wenden von hier unten mit rein. Von hier rum. Hier durch. Hier vor. Dann so zurück. Hier zurück. So, so. Ist der mittlere Bereich nicht ganz angeschlossen, ne? Wir können natürlich auch so und so fahren. Ah, da fahren wir so. So, pass auf. Stellen wir uns zwei neue Linien. Die eine geht jetzt von hier, da, dort. So. Die andere natürlich andersrum. Weil ich dann nochmal andere Formen erstelle, sehen wir das besser, ob das so funktioniert. Und zwar machen wir jetzt hier rot und orange. Was ist so ein helleres Rot? Dann sieht das so aus. Ich denke mal, das funktioniert einigermaßen. Jetzt haben wir hier einen Umstiegspunkt, um hier hinzukommen. Dann können die hier rüberfahren. Und können hier wieder aussteigen, das geht. Das lassen wir so. Jetzt nur noch upgraden auf Dings. Das geht auch ohne Busspur gut. So, hier haben wir es ja eh schon. Hier sollte wieder mit Busspur funktionieren. Hier wahrscheinlich nicht, genau. Hier geht's vielleicht mit Busspur wieder. Ne. Wäre auch zu schön gewesen. Aber hinten rum. Ja. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. So, machen wir kurz weg. Damit wir mal sehen, ob wir auch überall was haben. Ja, hier fährt halt immer im Kreis. Hier fehlt ein kleines Stück. Das haben wir jetzt auch. Hier haben wir alles. Da
Oben fehlt noch ein kleines Stückchen. Okay. Dann machen wir morgen weiter und setzen da noch ein paar Fahrzeuge drauf. Also, bis morgen.